Ich hab's getan. Ich habe zum ersten Mal Colin McRae Rally gespielt und nun möchte ich darüber sprechen, denn das PlayStation 1 Spiel hat mich 23 Jahre nach seinem Erscheinen sowas von umgehauen. Wahnsinn, wie gut Colin McRae Rally heute noch ist und shame on me, dass ich es so lange nicht gespielt habe. Lasst uns über dieses Juwel sprechen. Verrückt. Ein Spiel aus dem Jahr 1998 haut mich im Jahr 2021 um. Dabei gibt es doch Spiele wie Dirt Rally, Dirt 5 oder WRC 9. Wie kann dann ein verpixeltes Rennspiel aus dem letzten Jahrtausend solche Gefühle in mir auslösen? Ganz einfach, Colin McRae Rally ist einfach unfassbar gut gealtert. Klar, die Grafik ist nicht mehr die beste, aber das Spielgefühl ist keinen Tag älter geworden. Ich habe selten so eine gute Steuerung bei einem Rennspiel erlebt, geschweige denn bei einem Rennspiel aus der fünften Konsolengeneration. Mit dem DualShock-Controller habe ich jede Unebenheit, jeden Hügel und jede Bodenbeschaffenheit gespürt, während ich mit einem aus 8 Rallye-Wagen über diverse Pisten gegen die Zeit gerast bin. Und wisst ihr was? Eigentlich ist Colin McRae Rally ein recht rudimentäres Spiel. Außer dem Kampf gegen die Zeit hat das Spiel nichts zu bieten. Es gibt kein Rallycross, keine Gymkama-Herausforderungen und auch sonst keinen anderen Kram. Es ist pures Rally-Racing und ich liebe es. Vielleicht liegt es aber auch genau daran, ich bin so übersättigt von modernen Spielen, ihren dutzenden Spielmodi, den Open Worlds und den zahllosen Multiplayer-Aspekten. Alles Schmuck am Nachthemd, wenn das reine Spielgeschehen nur zweitklassig ist. Als Kind habe ich straighte Rennspiele geliebt, Wagen auswählen, Strecke auswählen und losfahren. Ohne Schnickschnack. So wie Colin McRae Rally. Das Spiel ist einfach unkompliziert und doch so tiefgründig in seiner Spielmechanik. Aber als Kind der 90er werden mir Spiele der PlayStation 1, N64 und Saturn-Ära sowieso nie langweilig. Da ich 1998 Besitzer eines N64 war, ging die PlayStation damals komplett an mir vorbei. Da in meinem Freundeskreis ebenfalls nur Nintendo-Fans unterwegs waren, galt mein Interesse Mario, Zelda und Co. Und mal ehrlich, so sehr ich das N64 liebe, gute klassische Rennspiele kann man auf dem System an einer Hand abzählen. Und die mit Abstand beste Steuerung hatten sowieso Nintendos eigene Titel wie F-Zero oder Wave Race. Beides nicht unbedingt klassische Rennspiele. Das N64 war für seine Arcade-Racer bekannt und ich habe sehr viel Zeit mit Rush 2, Automobile Lamborghini oder Beetle Adventure Racing verbracht. Selbst waschechte Rallye-Games gab es, Top Gear Rally 1 und 2 und V-Rally fallen mir da ein. Alle drei habe ich sogar gespielt damals, aber im direkten Vergleich zu Colin McRae ziehen sie deutlich den kürzeren. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Controller verschmelze, sobald ein Rennen losgeht. Alle Fehler, die ich auf der Piste mache und die mich wertvolle Sekunden kosten, mache ich, weil ich schuld bin. Nie habe ich das Gefühl, dass ich schlecht fahre, weil die Steuerung es mir nicht besser erlaubt. Dieses Spielgefühl erreichte Codemasters im Jahr 1998. Für mich absolut unglaublich, wenn ich an Rennspiele denke, die ich damals gespielt habe. Kaum auszumalen, wie sehr mir Colin McRae Rally zugesagt hätte, wenn ich es 98 mit meinen 12 Jahren gespielt hätte. Vielleicht gäbe es dann eher eine Let's Play PlayStation 1 Videoreihe hier auf dem Kanal. Aber hey, mal ehrlich, ich habe gerade mehr Spaß mit Colin McRae Rally als mit brandneuen Spielen. Dabei habe ich die Colin McRae Reihe erst auf der Xbox 360 kennengelernt, als ich mich in das erste Dirt verliebt habe. Seitdem wollte ich immer wieder zu den Ursprüngen zurückkehren und mir die Vorgänger anschauen. Leider hat das bisher nicht geklappt. Wobei, ja, hier und dort habe ich ein wenig Colin McRae Rally 2.0 gespielt. Hauptsächlich dann, wenn ich einen PS1 Emulator auf einem neuen Gerät testen wollte. Zusammen mit Need for Speed 3 habe ich immer auch Colin McRae Rally 2.0 angemacht. Wieso, weiß ich selber nicht mehr genau.
Ich bin auf jeden Fall maßlos begeistert und kann endlich nachvollziehen, wieso Colin McRae Rally seinerzeit immer als Referenz im Rennspielgenre gesehen wurde. Zusammen mit anderen Spielen wie Gran Turismo, wobei, ja, das muss ich auch noch spielen. Und was den Sinn dieses Videos angeht, ich wollte einfach meine Begeisterung mit euch teilen und euch dazu animieren, auch heute noch ältere Games auszuprobieren. Es sind nicht immer nur die Spiele, die man damals gespielt hat, die heute immer noch Spaß machen können. Klar, Nostalgie ist wichtig und kann aus schlechten oder durchschnittlichen Spielen trotzdem einen netten Zeitvertreib machen, wenn man sie als Kind geliebt und gespielt hat. Aber auch ohne Nostalgie gibt es noch genug Spiele, die heute begeistern können. Fragt mich nicht, wieso ich vor ein paar Tagen unbedingt Colin McRae Rally spielen wollte. Ich saß nur vor meiner PlayStation 1 und habe durch die Spiele gescrollt. Mir fiel auf, dass ich Colin McRae bisher nicht gespielt hatte und wollte aus Langeweile mal reingucken. Und nun sitze ich hier und nehme dieses Video auf. Absolut verrückt. Dabei gibt es so viele andere Spiele, die ich noch nicht ausprobiert habe und die mich sicherlich auch begeistern könnten. Ja, ich schaue dich an, GTA Vice City. Naja, sei's drum, mich juckt es schon wieder in den Fingern und außerdem muss ich noch eine Rallye zu Ende fahren. Daher überlasse ich euch jetzt das Feld. Welche Retro-Spiele habt ihr in letzter Zeit für euch entdeckt? Oder rührt ihr alte Spiele gar nicht mehr an, was ehrlich gesagt eine Schande wäre. Aber hey, jeder so wie er mag. Schreibt mir in die Kommentare und vielleicht finden sich ja auch andere Colin McRae Rally Fans, die das Spiel auf der PlayStation 1 gefeiert haben. Leute, ihr habt von nun an ein neues Mitglied in eurem Fanclub. Ich bin jetzt erstmal weg und freue mich auf eure Erzählungen. Adios, euer Andi.